Hallo Leute, Wilbert wildert weiter in Shadow of the Erdtree. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar in diesem Dorf hier. Das befindet sich hier. Da sind wir das letzte Mal lange suchend endlich angelangt. Haben hier gründlich die Stadt Weitblick durchsucht. Ist auch, finde ich, ein schöner Name, weil man hat ja tatsächlich hier einen weiten Blick über den nebelverhangenen Ozean. Von daher weiß ich nicht, wie weit er wirklich ist, der Blick. Aber in der Theorie geht er weit. An klaren Tagen. Wir haben hier alles durchsucht, glaube ich. Wie immer gilt die Backseat-Gaming-Regel. Wenn ich einen Ort verlasse und dort etwas vergessen habe, könnt ihr gerne das Codewort Halt, Stopp, du hast da was vergessen.de in den Chat schreiben. Und dann schaue ich mich nochmal näher um. Ansonsten ist mein Gefühl, ich habe hier alles mitgenommen, was der Ort uns zu bieten hat. Und werde jetzt hier mit meinem treuen Ross Galoppi den Ort, der nur noch eine Ruine ist, an dem maximal die Schatten vergangenen Lebens noch ihr Unwesen treiben und rastlos durch die Ruinen ihrer einstmaligen Heimat geistern. Immer bereit, Eindringlingen Schrecken einzujagen und Schaden zuzufügen. Doch wir sind wehrhaft, mit dem Schwert in der Hand und der Leidenschaft im Huf. Oh, was ist denn das? Hä? Da ist ja sogar noch was. Guck. Die Klangperle des Kordelhändlers. Ach was. Es lohnt sich immer noch, um jede Ecke zu lunsen. Der Kordelhändler hat hier seine Klangperle verloren. Viele Jahre hat er sie gesucht. Das war ein richtig großer Streit damals, weil der Kordelhändler hat den Schmied beschuldigt, dass er dem Kordelhändler die Kordel entwendet hätte, denn der Kordelhändler war auf der Balz. Er war an einer jungen Magd interessiert, die hier auch in diesem Ort lebte und wollte ihr den Hof machen. Der Schmied allerdings war an eben jener Dame auch interessiert. Und da dachte sich der Schmied, wenn ich dem Kordelhändler die Kordel stehle, dann kann der Kordelhändler dem Kordelhandwerk nicht mehr nachgehen, wird verarmen und folglich eine schlechtere Partie für die junge Magd darstellen. Und das wusste natürlich auch der Kordelhändler, hat dem Schmied direkt beschuldigt. Der Schmied hat diese Anschuldigung vehement zurückgewiesen und dieser Streit weitete sich aus. Es ging auf einmal nicht mehr Kordelhändler gegen Schmied, sondern es ging Familie gegen Familie, dann Zunft gegen Zunft, alle Kordelhändler gegen alle Schmiede. Die Stadt war innerhalb weniger Stunden entzweit und es entfachte sich ein Bürgerkrieg ungeahnten Ausmaßes, der diese Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Also der Schaden an diesen Gemäuern ist entstanden, bevor die restliche Welt zusammengebrochen und kollabiert und im Staub versunken ist. Diese Stadt ist durch Streit, durch Zwist geteilt und dann zerstört worden und ist für alle Zeit eine Warnung an die Liebenden, sich doch zusammenzunehmen und die Liebe nicht zu Hass werden zu lassen, auch wenn sie dicht beieinander liegen. Das nochmal ganz kurz zur Einordnung dieses Ortes. Ich glaube, da hinten waren wir doch auch schon lang. Da war doch diese Dame mit dem Wolf, ne, war das hier? Nein, das war hier gar nicht, das war ganz woanders. Aber da hatten wir auch schon uns umgesehen und ein schönes Item genommen und ich glaube, wir sind einmal komplett drumherum geritten, bevor wir den Ort dann betreten haben. Das ist eigentlich immer ein schönes Ritual schon mal. Da geht's nochmal runter. Dann sind wir da. Ach so. Das ist ja der Anfang. Da ist wieder so ein gieriger Geier. Den müssen wir mal kurz einfach besuchen. Hallo. Weil ich keinen Bock habe, dass der wieder dann mich annagt. Guckt euch das an. Kann man von hier noch irgendwas erreichen, was man sonst nicht erreicht? Hier ist schon wieder... Also hier kann man auf jeden Fall runter. Manchmal sind hier auch noch Köstlichkeiten verborgen. Höhlen vielleicht oder
Items zumindest. Irgendwas Feines. Huch. Ah, da unter mir, der gockelt da schon wieder. Aber hier kommt man einfach nur hoch. Aber hätte man theoretisch hier... Nee, da kommt man leider ja nicht hoch. Das ist, da geht's nur abwärts. Das ist ein One-Way-Ticket. Guck mal, da sitzt er schon. Und lauert. So, jetzt sind wir wieder im Startgebiet. Und können jetzt mal überlegen, was wir als nächstes machen. Wir haben nämlich jetzt eine Rätselsituation. Achtung, Achtung. Oh, jetzt kann ich hier nicht in die Karte gehen, weil mir diese Geier da zu nah sind. So. Also. Folgende Situation. Hier möchte ich hin. Das will ich untersuchen. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir von euch helfen lasse, weil ich ansonsten sehr lange... Oh, kommt da ein Gockel auf mich zu? Guck mal, der schleicht sich an. Da. Versucht da ganz heimlich zu sein. Versteckt mich hier. So, genau. Dann haben wir immer noch quasi das hier. Das ist ja der Baum, den wir abbrennen müssen. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner storytechnischer Point of No Return. Also wenn ich jetzt diesen Baum abfackel, dann betrete ich ein Storygebiet, was mir den Rückweg verbaut. Und ich will erstmal alles hier machen. Mit allen Leuten reden, Quests abschließen, annehmen und beenden, bevor ich da diesen Baum abfackele. So, Chat sagt... Warte. Das verbaut dir nicht den Rückweg, sagt Nickelberry. Okay. Chat sagt, es ist zu schwer, das alleine zu finden. Du kannst auch noch nach Süden da. Da ist noch was richtig Gutes. So, genau. Hier war ich noch nicht. Rechts oben, genau. Da will ich hin. So, was, ganz kurz Süden. Wo war ich denn? Was meinst du hier? Hier unten? Hier im Süden? Meinst du hier dieses Gebietchen? Können wir nochmal hinreiten? Ich dachte, ich hätte da alles abgaloppiert. Okay, gehen wir da nochmal kurz hin. Wo ist eigentlich Olaf? Ja, wo ist eigentlich Olaf? Das ist eine richtige Frage. Wo ist eigentlich Olaf? Und... Warte, wir gehen hier nochmal nach Süden. Und dann schauen wir uns mal an, wie ich da noch nach rechts oben komme. So, ich will jetzt nicht mit denen streiten. Ich nehme einen kleinen Umweg. So, hier an der Küste entlang. Ich dachte, ich hätte das hier alles abgaloppiert. Oh, warte mal, das ist ja noch... Da sehe ich ja jetzt schon ein... Oh, was ist das? Warum zucken hier... Ey! Wer ist verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Warum sind denn hier Ratten? Nö. Erstmal hier rauf gucken. Sind das diese Balzböcke? Oh. Mann, alle wollen mir nur ans Leder. Was ist denn los mit euch? Die sehen sich gegenseitig nicht als Beute, aber mit mir wollen sie sich direkt anlegen. Ah, guck mal hier. Ein neues Bild. Oh, es verblasst. Pass auf. Also. Das ist eine Brücke, eine Steinbrücke auf der Brücke selber. Brennen so Lichter? Fackeln vielleicht? Diese Brücke scheint zwei
Burgen irgendwie zu verbinden und unten ist ein der Friedhof noch. Ja. Ja, vielleicht finden wir das. Oh, schwerer Blitztopf können wir jetzt auch bauen. Au, ich meine, gut, das... Da gibt es jetzt, glaube ich, viele verschiedene Orte, wo das sein könnte. Hier im Startgebiet ist sehr viel Friedhofartiges. Das ist jetzt, glaube ich, schwer, das auf der großen Karte auf die Schnelle mal zu finden. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Kann überall sein. Das ist es nicht, das waren diese Hängebrücken. Es verbindet... Das ist aber auch eher eine kleine Brücke. Nee, es ist, glaube ich, mühselig, das jetzt zu suchen. Was ist denn hier noch? Das sind diese Ruinen der Kirche. Ah. Das sind die Ruinen der Kirche, die wollen wir auch nochmal untersuchen. Kann ich vielleicht... Bleib einfach, wo du bist, Schwein. Ich hab... Komm, ich sehe dich. Okay. Warum? Warum wirfst du dein Leben so weg? Dein Eberleben. Warum wolltest du dein Eberleber geben? Dein Eberleben geben? Dein Eberleber. So, da ist auch auf jeden Fall ein bisschen Action. Aber ich glaube, ich muss nicht von hier auf den Kirchturm oder irgendwas. Das scheint mir nichts zu sein. Da komme ich auch easy. Oh, da ist, glaube ich, noch so eine Wurzel da. Oh, ein Bär ist da auch. Wie heißen die noch? Diese Skadabums. Schattenbaum. Aua. Au. Hey. Der hat gedacht, ich komme von der anderen Seite. Die sind richtig nervig, die Typen. Der hat mich erwartet. Er dachte, ich komme von hier. Aber ich war natürlich so mutig und vorausschauend, dass ich mich von der anderen Seite abfallen lassen. Hat er nicht mit gerechnet. Selber schuld. Man muss immer mit dem Überraschenden rechnen. Hat er nicht gewusst. So, hallo Kirche. Mal durchs Fenster rein. Kirche der Segnung. Und... Oh ne, ein gesegneter blauer. Was? Tau-Talisman? Regeneriert langsam FP. Oh, das ist auch interessant. Wir sind jetzt ja kein Magier, aber wir haben ja schon diese coolen Schwerter, die auch FP verbrauchen. Das kann schon mal nützlich sein. Und hier ist auch noch was Feines. Und da ist vorhin noch eine Höhle, alter Schwede. Oh. Pater. Sieht ganz nice aus. Der Harnisch ist gar nicht so schlecht. Aufspießender Stoß. Interessant. Aber vermutlich. Wir haben jetzt übrigens immer noch unsere coole neue Rüstung der Nacht an, die einfach nur reines Fashion Souls ist. Aber ansonsten gar nicht so gut. Zwar sehr leicht, aber wir haben schon deutlich bessere Sachen. Und Radans Rüstung ist schon deutlich besser. Die ist auch nicht schlecht, die Veteranenrüstung tatsächlich. Aber auch schwerer. Ich glaube, das Radan-Ding hat echt schon eine gutes Verhältnis aus Gewicht und Schutz. Das sollten wir mal wieder anziehen. Ich habe das nur angezogen, weil ich das schön fand.
Mal die Kette. Radan ist schon besser. Aber wir sind immer noch bei mittlerer Last, also daran hat sich gar nichts geändert. So, und der Helm, der wunderschöne Helm. Wir spielen jetzt ja gerade nicht unseren Blutbild, das heißt, diese Maske muss ich nicht nehmen. Oh ja, der Topf ist, ja, der ist natürlich, aber ich will nicht die ganze Zeit mit dem Topf rumrennen. Und ich will auch nicht mit diesem riesigen Löwenkopf rumrennen. Ich will schon schön, beim Kopf ist das schon wichtig auch. Der muss halbwegs nice aussehen. Gibt der mir Ausdauer? Ja. Oh, verstärkt das Gefäß sogar die Wirkung von Wurftöpfen. Das ist voll interessant gegen diese großen Feuertopfriesen. Das muss ich mir merken, wenn ich das nächste Mal gegen so einen kämpfe. Guck mal, das ist doch so ein halbwegs normaler Helm. Von Istvan. Der ist nicht so schlecht. Warum ist denn der besser? Das gibt's doch nicht. Der ist sogar ein bisschen besser. Zumindest gegen körperlich, gegen Schnitt. Ja, klar, der hat da ein bisschen. Das ist reines Fashion Souls jetzt. Sieht auch beeindruckend aus. Passt auch zu dem Pelz, den wir anhaben. Rein visuell ist das schon eine gute Wahl. Der ist natürlich auch sehr imposant. Sehr imposanter Helm. Es gibt schon Leute, die einen Top-Only-Run gemacht haben. Ach, echt? Ah. Der pneumatische Aal. Fast hätte ich es übersehen. Vielen lieben Dank. Guck mal, das sieht doch schon auch beeindruckend aus mit diesem Geweih und so. Das passt schon. So, da ist eine Höhle. Muss ich nochmal gucken, wo es da am ehesten runtergeht. Da an der Stelle wahrscheinlich. So. Interessant, interessant. Haben wir hier noch eine kleine Höhle verborgen. Oder ist es nur ein Durchgang? Gar keine Höhle, ist nur ein Durchgang. Warte mal. Was? Ach so. Haha. Okay, verstehe. Ja, hier bin ich ja. Das ist ja der Anfang. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ich behaupte, jetzt haben wir da aber alles. So. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Offensichtlich ist es ja sehr viel schwieriger. Also könnt ihr jetzt gerne mal subtile Tipps loswerden. Es wird wahrscheinlich nicht das Offensichtliche sein, dass ich da mich an den nächstgelegenen Punkt transferiere und dann kann ich hier einfach hochhüpfen oder so. Das wird es ja nicht sein. Also. Du brauchst ein Item aus dem Westen der Map. Du musst eine Geste machen in dem Raum neben dem Bonfire vor dem Schattentree-Avatar. Schau dich mal im Raum bei Gaius um. Beim Raum. Ah, okay, aber warte mal. Ich glaube. Ist es der Raum, wo. Ich glaube, da fehlt mir die passende Geste, ne? Kann das sein? Gaius war ja. Hier war Gaius. Ich glaube, mir fehlt da die Geste. Ja, das waren keine subtilen Gesten, das stimmt.
So, aber wo kriege ich jetzt, klar, wo kriege ich jetzt die Geste her? Das ist die Frage. Wenn ich sie denn noch nicht habe. Vielleicht habe ich sie auch schon. Katze ist aus dem Sack. Ja. Nee, das ist jetzt, das war ja, da habe ich jetzt ja nachgefragt. Also, okay, ich habe die Geste sogar, sehr schön. Gut, dann versuche ich mal mein Glück. So, dann probiere ich es ab jetzt mal alleine. Und zwar ist das ja, das ist Gaius gewesen. Gehen wir mal zu Gaius und dann gucken wir uns da mal um. Und jetzt versuche ich von hier an mal alleine. Ich weiß auch nicht, welche Geste das ist. Ich versuche mir das abzuleiten. Das ist ja eine. Habt Erbarmen für die verstorbenen Schamanen. Nee, doch nicht. Das müsste dann der Raum sein, ne? Und dann hier. Okay, was haben wir denn für. Was habe ich denn? Für Gesten. Winken, je Stärke. Verbeugen. Ja, verbeugen geht immer. Boah, hatte ich nicht mal irgendwas von Mutter bei euch? Hat irgendwer im Chat mal was von Mutter gesagt? Ich probiere mal den aus. Ah! Geil. Dann war's das. Irgendwer hat mal was mit Mutter geschrieben. Das ist mir hängen geblieben. Krass, okay. Jetzt geht's ja. Ja, okay. Das ist so ein Ding. Ja, also wie viel Prozent der Leute haben das alleine gemacht? Geil. Also das ist wirklich sehr schwierig. 3%. Ja, also ich glaube, das haben die wenigsten alleine geschafft. Guckt euch mal diese schöne Blumenwiese an. Richtig bunt und lebendig und schön. Können wir vielleicht schon mal ein neues Schattenbaum Level erklimmen? Nee, schade. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade noch habe, aber 2 habe ich doch bestimmt schon, mindestens. Oh, ist das schön. Schönes Gebiet. Gefällt mir. Noch. Wer weiß. Oh, was? Da ist ein Rittersmann. Ich glaube, den müssen wir uns im Kampf stellen. Ist halt so. Da sind die dicken Mauern. Bei mir war es die einzige bisher im DLC gefundene Geste. Hab die dann natürlich als erstes ausprobiert. Ja, das ist. Ja, ich könnte es hell machen, ja. Ich könnte sagen, wir warten auf den Tag. Extra bunte Blumen. Wenn euch das gefällt, ist das schöner für euch? Zum Zusehen? Wobei, ich finde das auch schön, wie sich das hier im Mondlicht. Ist doch schön. Warte mal. Habe ich auch noch nie gemacht. Zeit totgeschlagen, glaube ich. Geht auch hier, oder? Oder nicht? Zeit vertreiben. Bis zum Morgen. Ja, auch doch einmal habe ich das gemacht für einen Boss, der nur nachts kam. Sehr schön. Wir stehen auf. Mit der Lerche. Oh, ist das schon wieder so ein Typ? Oh, oh. Warte mal. Warte, ey, ey, ey. Ey, da war eine ganz schön gute Reichweite.
Au, der wird wehtun, ja, das war klar. Oh, oh. Lalalalala, ey. Oh, ouch. Ja, hier, Freund. Ey, was? Wie hast du das denn? Wie hast du das denn zu rechtfertigen? Versucht. Du alter goldener Ritter. Ich habe an seinen Cousin keine guten Erinnerungen. Segen von Merica. Ich erinnere mich noch an seinen Bruder, Cousin oder was auch immer das war. Wie viele gibt's denn von denen hier? Warum sind das so viele? Weiß gar nicht, ob das Holy Schwert überhaupt das Beste ist gegen den. Das ist ja eigentlich... Hat der vielleicht eher so Feuer oder so, ne? Ich glaube, mit dem Blutbild würde das schneller gehen. Aber mir egal. Hallo! Hey. Achso, kannst du, können wir mal stehen bleiben kurz für einen Moment? Schrecklich viel Schaden, oder? Der hier? Na, geht. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Konnte jetzt gerade nicht mehr springen. Oh, no! Okay, wollte mich gerade heilen. Ah ne, das war nicht die Ausdauer, das war mein Mana. Ah, okay. Ja, das war jetzt albern. Der kann ja nix. Der kann ja nix. Da schäme ich mich jetzt geradezu. Das ist exakt der Typ, der damals zu Beginn des DLCs, des Hauptspiels gelauert hat und ich, dumm wie ich war, vom Ehrgeiz, vom unnötigen Ehrgeiz zerfressen. Hab gegen den gekämpft, stundenlang. Ich kämpfe jetzt zu Fuß gegen den, mir ist das zu blöd. Ah, hallo? Ah, war ich zu früh? Oh, aua. Exakt das gleiche wie eben fast. Warum? Okay, das war dumm.
Ne? Das hat er geblockt. Mit seinem Schild. Geht er down. Der macht mir keine Angst mehr. Den habe ich irgendwann... Den habe ich irgendwann entschlüsselt und der macht mir gar keine Angst mehr. Das ist reines... ein reiner Spaß. Diese Jungs. Die können mir gar nichts mehr. Kein Respekt mehr vor denen. Aber was haben die denn hier bewacht? Was war denen denn so wichtig, dass sie da zwei dieser seltenen goldenen Ritter abgestellt haben, um diese Brücke hier zu überwachen? Ja, wahrscheinlich sowas wie die Königsgarde, ne? Diese Goldröcke. Elite. Die absolute Ritterelite. Hallo Schildkröten, was geht ab? Ist das eher zum Runterkommen? Ja, ne? Ich glaube, man kommt hier nicht rauf. Ey, wir wollen hier nicht. Ey. Oh, schnell, da kommen wir nicht rauf von der Seite. Boom. Schön sieht das hier aber aus. Sehr grün, sehr lebendig. Gefällt mir gut. Schöner Kontrast zu diesem ganzen toten, verpesteten, sumpfigen, sauren Landschaften. Auch wenn es hier ekelhafte Moskitos gibt. Oh, hier, guck mal, hier ist das schon. Wieso habe ich eigentlich nicht gerastet? Warte mal. Das soll keinen Sinn ergeben. Noch 4 Flasks. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Das hätte ich mal machen sollen. Wo war das? Da. Einmal kurz... auftanken. Jetzt geht's weiter. So. Was ist das denn? Ich liebe dieses Schwert. Es ist einfach ein großer Spaß. Diese Rollwürmer da. Erstmal schön am Rand lang. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so schön grün ist inmitten dieser Finger.
Weil da beim letzten Mal, als wir da waren, ui, da war das alles komplett tot. Nur Gestein und nichts Lebendiges weit und breit. Hier ist das Gegenteil. Hallo, was ist hier los? Ah, wir müssen kämpfen. Eine Sternfallbeste. Du doch nicht. Hallo. Ey, ah, warte mal, so einen haben wir schon mal gesehen. Oh, die ist aus Kristall. Ich habe das falsche Schwert. Ich glaube, ich habe das falsche Schwert. Ich glaube, ich muss nochmal wiederkommen. Au. Das war eine halbe Sekunde vor mir. Ich glaube, ich mache kaum Schaden hier, oder? Ja, ein bisschen. Da brauche ich eigentlich meine Keule. Kann ich die jetzt im Kampf wechseln? Ist wahrscheinlich nicht. Ne? Na, das macht schon ganz gut Damage. Fühlt sich eher lame an. Komm gar nicht mehr weg. Hallo? Kannst du nicht mehr weg? Ey, Six! Hilfe, Hilfe! Okay. So, wir wollen. Okay, erst. Ich werde hier einfach rumgeschubst. Wie so ein Jüngling. Oh, das kenne ich noch von dem. Warte mal. Das erinnert mich an den Eber. Eber PTSD. Geht dann halt so, ne? Autsch. Umgehackt. Muss es sein? Hey, warte. Da ist er gegen den Stein gerannt. Gravitationsrakete. Ja, das Schwert war natürlich jetzt ganz cool mit dieser Heiligkeitswelle, aber ansonsten ist da, glaube ich, eine stumpfe Waffe besser, so eine Art Keule halt. Wann geht das Training für Street Fighter los? Ja, ich muss ganz dringend mich bei Kalle melden. Der hat sich schon gemeldet, ich habe es auch schon gesehen. Ich muss nur zurückschreiben und mit ihm was ausmachen. Ich habe leider so ein bisschen Termindruck. Aber ich hoffe, wir finden noch was. War hier gnadenlos OP und hab das Vieh trotzdem gehasst. Ja, der ist schon wild. Aber es gab genauso einen Johnny, gab es schon mal irgendwo anders noch. Da war der aber noch krasser. Also im Vergleich auch zum eigenen Skill oder zum eigenen Level. Das ist natürlich ganz nice. Weisheit braucht man dafür. So, aber ist das jetzt schon das Rätsel gewesen? Können wir jetzt zurückkehren, bereits zu dem Mann in dem Stuhl, der uns das gegeben hat? Vermutlich, ne? Das war das, was... Ey, da ist ja noch was. Das war das, was er uns aufgetragen hat zu tun. Oh, da ist hier noch mehr. Hat er nicht was von der Glocke erzählt? Gibt's? Oh, da sind wieder so Hände. Gibt es hier vielleicht noch eine Glocke irgendwo versteckt?
Nee, hier wird das sein. Hier ist das, da müssen wir hin. Das war noch gar nicht die eigentliche Aufgabe. Das war nur eine kleine Nebenquest. Jetzt habe ich natürlich nur noch eine Flask. Weil ich mich ein bisschen... Okay, das ist eine Großfamilie hier. Das ist ja herzallerliebst. So. Und sie ist komplett zurecht sauer. Komplett zurecht sauer. Ich habe ja ihre kompletten Kinder. Und da kommt die Frau Mama. Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Ich war das nicht. Da sind ja noch so viele hier. Ich will jetzt nicht alle auf einmal hier. Krabbelhausen hier. Nein, lass mich doch mal. Warte doch mal. Okay, ich werde einfach nicht getroffen. So, jetzt habe ich ein Problem. Okay. Scheiße. Ja, jetzt sollte ich vielleicht doch nochmal zurückgehen. Zu meinem kleinen Bonfire. Ich weiß nicht, ob es hier noch eins gibt. Vielleicht ist ja auch inmitten dieser kleinen Fingerkuppen irgendwo noch ein Feuerchen versteckt. Dann spare ich mir das Hin- und Herfahren. Ist jetzt aber auch nicht so weit weg. Ich schätze mal, hier ist nichts mehr. Oder? Kann jetzt ja nicht mit einem halben Herzen hier durch die Gegend reiten. Das geht nicht. Ich sehe nichts gerade. Ja komm, dann lass uns das abkürzen. Wir müssen uns einmal ein paar Flasks holen. So. Und dann einfach nach diesem Weg und dann irgendwann den rechten Pfad nehmen. Die kommen übrigens immer im Doppelpack, ne? Also diese Blutegel, die hier so rumdösen, die kommen immer in Kombination mit den Händen offensichtlich. Das ist wie im Zoo. Alter, sind das viele! Wie im Zoo, wenn man Zebras mit dem Vogelstrauß in ein Gehege packt. Da! Was ist denn das? Guck mal! Schaut euch das mal an. Von wegen. Siehst du? Habe ich nicht richtig geguckt. Ich kann mich auch nochmal aufleveln übrigens. Wir bleiben mal bei Stärke einfach. So, da kommt wieder die Großfamilie. Sie weiß, was sie erwartet. Oh, guck mal, die gehen einfach so spazieren. Mir tut es fast ein bisschen leid. Und er ist komplett zurecht sauer. Oh, da kommt die ganze Belegschaft. Mama, Papa, wo seid ihr hin? Vielleicht war das eine Art Waisenhaus oder so, dass hier so viele auch aufgenommen. Oh Gott, das tut mir wirklich in der Seele weh. Zwei haben überlebt. Oh, schnell weg hier. Nein. Keiner soll davon berichten, was hier geschehen ist. Und wo niemand berichten kann, da wird es auch nicht niedergeschrieben. Wo nichts niedergeschrieben ist, da verliert es sich im Nebel der Geschichte. Niemand erfährt je von diesem völlig unnötigen Massaker an diesen armen Händen. Vielleicht war es auch eine Kita oder sowas.
Guck mal, hält er mich für blöd? Was ist denn das hier für ein ekliger, dicker Giftnebel? Ich sehe ja nichts. Kann man leicht in eine Falle galoppieren. Ah, da sind diese Blutegel wieder überall. Hoffentlich kommen die dann nicht allesamt aus der Erde gebuddelt, wenn ich jetzt irgendwas mache hier. Oh, ich werde beschossen. Okay, jetzt bin ich richtig stinkig. Das ist ja an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten. Jetzt bin ich komplett im Sauermodus. Okay, mein Pferd. Jetzt sind wir angekommen im Rache-Modus. Das ist der Revenge-Schritt. Der Rachereiter. Ich bin jetzt der Rachereiter. Oh Gott. Ah, shit. Ha, 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 ha. Die heilige Welle des Zorns. Das wird dein letztes Mal sein. Es wird dein letztes Mal sein. Ich weiß nicht, wann dein... Okay, jetzt haben wir beide ein richtiges Problem miteinander. Ich habe keine Gnade mehr. Ich bin der Ritter ohne Gnade. Ich bin wirklich jetzt der Ritter ohne Gnade. Unfassbar. So. So, was machst du jetzt, du Ekellump? Haha! Wo kommst du denn her? Leben hier. Sag mal. Krapschmann. Also, sag mal, ich sehe jetzt so langsam. Das gibt's doch gar nicht mehr. Wie viele gibt's von euch denn? Oh, blöde. Sag mal, das gibt's doch jetzt nicht mehr. Von überall. Von überall. Ich mach kurz einen Prozess. Es werden keine Warnungen mehr ausgesprochen. Es wird einfach, das Schwert ist das Einzige, was noch redet. Das Schwert ist das Einzige, was noch redet. Lumpen. Lumpenegel. Schnellen Fußes. Um sie rum. Weil sie dumm sind. Sie wissen nicht, dass es auch, dass die Welt rund ist. Sie denken, die Welt ist eine Scheibe. So, du Schabengesicht jetzt. Ekel, 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 Ekel. Ah. Die sind ja, ich hätte nicht gedacht, dass die nochmal so nervig werden können. Das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich die unterschätze oder denen gar eine Gnade zuteil haben lasse, was? Die werden ab jetzt, werden die gnadenlos bekämpft.
Sobald ich auch nur einen rieche, reite ich den nieder. Das wird bittere Rache zur Folge haben. Erzfeindschaft für immer. Keine Verhandlung mit den Egeln. Oh. Was kann der Feines? FP-Regeneration einer Flasche mit Himmelstränen deutlich. Das ist doch super. Für Zauberpersonal ist das vermutlich das Beste, was es... Oh Gott im Himmel. Ich beobachte die aus der Ferne. Was machen die? Die beraten sich. Los, wir ziehen uns hier zurück. Da kann er uns nicht sehen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, und wenn er dann hierher kommt, dann schnappen wir ihn uns. Und dann saugen wir ihn aus. Ja, ja. Nee. Das wird... Och, du Scheiße. Wie viel Gift hast du denn in deinen ekelhaften... Ich renne zu Fuß. Ich brauche nicht mal mein Pferd für euch. Ich nehme euch gar nicht mehr ernst. Verschwende keinen Hufschlag an euch. Einen schönen Fingerling habe ich mir gesichert. Ich komme jetzt über die. Ab jetzt sind die nur noch im Verteidigungsmodus. Die haben gedacht, ich bin leichte Beute. Vergesst es. Ihr seid meine Beute. Ich werde mir die jetzt richtig schön holen, die Jungs. Scheiße, ich hätte gedacht, die fliegt durch die Wand durch. Das schönste Geräusch, was man sich überhaupt noch vorstellen kann, wenn es einmal so tschitt macht. Tschüss, Sikowski, ich hole die ja alle runter jetzt. Ich mache mich klein, ich schleiche mich an. Die hören mich nicht, die sehen mich nicht. Das Letzte, was sie wahrnehmen in ihrem kümmerlichen kleinen Egel-Dasein, ist die Schockwelle des Lichts. Die Gerechtigkeit, die sie umspült. Wie eine Tsunami, der man nicht entkommen kann. Hahaha! Ha, ha. Da guckt ihr doof. So, haben wir sie. Wenn das nicht ein erfolgreicher Angriff gewesen ist, ein Feldzug, möchte ich meinen. Da weiß ich auch nicht. Da sind sie. Guck mal hier, sie haben schon gehört. Sie riechen das. Sie haben den Tod ihrer Freunde bereits gewittert. Sie wissen, irgendwas ist hier im Argen. Ihre Beute ist zum Jäger geworden und sie selbst zur Beute. Wann sterben wir? Ist es heute? Ja, es ist heute. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Hahaha. Der heimliche Rächer wütet inmitten der Egel-Leute. Keine Gnade. Jede Welle 3 Treffer. Die Frage ist, ob hier noch irgendwas ist. Oh. Da sehe ich doch wieder... Die Egels. Langsam schleiche ich mich an. Ich habe nur noch einen Lichtstrahl, glaube ich, übrig. Das ist ja nur einer. Schade.
Ah doch, ich habe, ja, ich kann ja noch nachlegen. Die wissen ja nicht, wie ihnen geschieht. Aber hier ist wieder alles tot. Vorhin habe ich noch gesagt, es sieht anders aus als in diesem anderen Fingertal, aber hier ist es genauso tot und verdorben. Ich glaube, die meisten haben wir vernichtet. Ich weiß nicht, ob hier noch Reste existieren, Egelreste, die sich jetzt verstecken in Ritzen. Aber es scheint mir nicht so zu sein. Ah, Dragonlair ist auch da. Hallo, bei dir gab es Regen. Ja, das ist doch schön. So. Ist hier noch was? Nö, ne? Wir haben alles erfüllt, was gewünscht war. Oder gibt es hier noch einen geheimen Unterschlupf? Mein Gefühl ist, wir haben hier alles erledigt. Wir wollen mal da. Einen kleinen Nagelstein. Aha. Glaubst du etwa, ich lasse dich jetzt am Leben oder was? Du glaubst, du hast eine Chance gegen mich. Nichts hast du. Los. Es ist ja einfach nur herrlich. Guckt euch das an. Wie ich die einfach wegmache. Wesen. Guck mal, jetzt tun sie schon so, als wenn sie schlafen. Verstecken sich, verkriechen sich. Nee, 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 das ist vorbei. Keine Gnade mehr. So. Da lebt noch so eine kleine Gruppe. Nicht mehr lange. Die tun jetzt so unbeteiligt. Wollen harmlos erscheinen. Nee. Okay. Hüpf, hüpf. Haben wir noch Feines zu entdecken hier. Kommen wir da nicht rauf? Doch. Kann man die vielleicht auch mit der Welle platt machen? Diese kleinen, süßen. Ich meine, die sind. Ja, die tun mir ja nichts. Außer Leid tun sie mir, sonst tun sie mir nichts. Ja. Es scheint mir so, als wenn unsere. Oh, der freche Eber. Als wenn hier alles soweit erledigt ist. Da kommen wir nicht rauf. Ja, hier sind wir so lang galoppiert. Also ihr könnt gern schreien, wenn hier noch was ist. Ansonsten würde ich das mal abkürzen und hierher gehen und nochmal mit diesem Typen reden, der uns diesen Auftrag gegeben hatte. Da ist noch was, echt? Ist da noch ein Boss? Okay. Na gut, erstmal reden wir aber mit dem Typ hier. Da geht's ja. Was? Another bad dream, Yuri. What that rotten thing out of your mind? What? That tangled mess can't hurt you. Was hat der denn jetzt? Hallo? Was hat er da auf dem Arm?
Ist das so eine Hand? Das ist Yuri, die Hand? Hello there. I heard another sound, colored by your essence. Simply exhilarating, I must say. The stars are dark tonight. But rest assured, this is no ill omen. On the contrary, I believe that this portends a magnificent starry cascade. Now, take this. My final gift to you. May you join the glimmering stars above. Ruinenkarte. Karte zu alten Ruinen erhalten. Okay. Oh yes. I believe I can feel it brewing. This evening is a sign of a greater night to come. Do you recall what I said? Ja. America and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children, victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother. A true mother who will not give birth to further malady. Mhm. Ja, da würde ich sagen, gehe ich mit. Ne, kauft den. Ja, okay. Join the glimmering stars above. Ich glaube, mehr gibt's nicht, ne? Oh, yes. Ja. Gut, dann join the glimmering stars above. Machen wir so. Dann reden wir nochmal mit seiner Palastwache. Da, die eben in den Schatten verschwindet hier. Oh, warte mal. Guck mal, was die anhat. So, pass auf, jetzt machen wir mal einen Spaß da draus. Pass mal auf, Leute. Jetzt machen wir uns einen kleinen Spaß. Cosplay mache ich jetzt. Aha. Na? Wir beide, hä? Du und ich. Was ist los? I told you once, I've no interest in companionship, but I must admit, Count Ymir did seem very pleased. Perhaps an exception is in order. Guck mich doch mal an. Wir können doch zusammen, wir sind Partnerlook. Können in Urlaub fahren. Ymir is a shining star in our eyes. The only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. Mm. I have spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose, our service. Count Ymir. Willst du überhaupt nicht darauf eingehen, dass ich exakt das gleiche anhab wie du? Now, be on your way. Now, be on your way. Okay. Da hat sie mich rüde abgewiesen. So, vielleicht hat er noch mal. Guck mal, was ich anhab. Oh, yes. Nee. May you join the glimmering. Ja. Okay, ich glimmere, ich joine die. Na gut, ich lasse sie aber leben. Ich tue ihnen nichts weiter. Dann ziehe ich mich jetzt wieder um. Und lass es mir gut gehen. Nee, ich hatte es sortiert nach Schadensresistenz, ne? So. Nee, das hatte ich nicht auf, das hatte ich auf. Okay. Dann Radar. Schönen Stumpen und die Beinchen. So, das sieht doch sehr viel besser aus. Okay, das haben wir erledigt. Weiß ich nicht, ob da noch mal was anderes kommt. Ach, warte mal, er hatte mir ja was
So. Eine simple alte Karte, die verblasst und schmutzig ist, von Fürst Ime, dem Hohepriester. Mhm. Ehrlich gesagt fand ich ja, dass das aussieht wie diese Kirche hier. Aber offensichtlich ist sie das nicht. Wo haben wir denn noch sowas? Hm. Wo kann das sein? Wo kann das sein? Wären wir nicht sowieso schon an diesen Ort gelangt? Der wird sich uns jetzt ja nicht erst offenbaren, wo wir diese Karte erhalten haben. Wo kann das sein? Bislang war alles immer an den Rändern. Das wird es ja wohl nicht sein hier, oder? Das war diese Insel, da waren wir schon. Kann das sein? Also sieht er wirklich rein. Das sieht doch wirklich am ehesten nach dem aus, wo wir gerade sind, oder nicht? So eine Art abgerundetes Kreuz oben und dann links noch so ein kleiner Anbau. Warte mal eben. Es ist eindeutig hier. Es ist direkt vor meiner Nase. Es muss direkt vor meiner Nase sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Zeig dich! Irgendwas passiert hier jetzt. Stopp, stopp, stopp. Möglicherweise liege ich auch falsch, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dass ich jemals in irgendwas falsch liegen sollte. Das ist auf jeden Fall, das muss hier sein. Das ist das. Möget ihr euch zu den glitzernden Sternen über uns gesellen. Also es müsste, vielleicht ist es. Oder ist es innerhalb. Innerhalb der Burg vielleicht? Vielleicht ist es er das. Oh. Vielleicht muss ich ihn töten. Es ist auf jeden Fall schon Nacht. Also, wir befinden uns. Oder ist es jetzt gerade schon. Nee, das ist doch. Wir sind doch in der Nacht. Ich hatte auch überlegt, dass man vielleicht nur nachts oder so das sehen kann. Aber es ist doch Nacht gerade. Gibt's hier, habe ich eine Uhr? Habe ich eine Uhr am Handgelenk? Es ist eindeutig Nacht. Das muss hier sein. Ich gehe nochmal
raus. Wir können einmal rasten auf jeden Fall, aber es ging ja hier auch. Da ist auch noch so ein Friedhof. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, hier. Aber ich nehme nicht an, dass es das sein wird. Wir gucken einmal rum, bevor ich raste. Da, genau, die Rückseite gibt es halt auch noch. Die ist jetzt auf der Karte nicht so prominent. Also, das müsste eigentlich die andere Seite sein, aber wir schauen hier mal eben nach. Hallo. Ach so. Hier kann ich wieder. Seelen duplizieren. Nee, aber hier ist das nicht. Nö, ich werde jetzt mal rasten. Und dann gucke ich mir mal an, ob da sich dann irgendwas verändert. Warte mal, ist... Der Thron ist leer. Why? Was ist los mit ihm? Aha. Oho, aha, habe ich es mir doch gedacht. Aber ich rede nochmal mit der Ilse. Auch wenn die mittlerweile von mir genervt ist, aber. Ich bin's, ich sehe jetzt anders aus. Okay, ist hier völlig egal, interessiert sie überhaupt nicht. Oh Gott. Ach du grüne Neune. Das ist meine amtliche Leiter. Da hinten ist der dritte Klangkörper. Sieht aus wie eine verkohlte Chili. Es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht richtig an. Einen Schlag habe ich dir gegönnt. Damit du nicht nach Hause zurückkehrst und sagst, du hast mich nicht mal gesehen. Klauen der Nacht. Ich habe dir wirklich einen Schlag gegönnt. Erstmal nehmen wir uns hier diesen Fingerling. Ey. Oh, da ist noch ein Item. Das nehme ich mir mal zuerst, bevor ich diese Flöte dort betätige. Wer weiß, was hier passiert. Noch ein Fingerwebe. Nicht, dass am Ende hier alles kollabiert oder so und dann kriege ich das nicht mehr. Fingerabdruckpräparat. Kann ja sein, dass durch den Schall der Madenflöte, dieser steinernen Chilischote, dass auf einmal dann hier der Weg zusammenbricht. Ich falle in die Tiefe, in irgendeine Boss-Arena oder so. Und dann war's das. Deswegen habe ich das jetzt mal. So, pusten Sie. 0,2 Promille. Okay. Es
ist ein... Oh. Erwartet mich ein Kampf? Oder bist du ein Heiden? Alles klar. Okay. Die kommt überhaupt nicht an, die Welle. Okay. Der ist wütend. So, dann reden wir jetzt mal Tacheles. Warte, okay, jetzt reden wir mal Tacheles. Warum hat der vielfingerige... Nein! Seitenfinger... Ah! Oh, Tippelfinger! Warte mal jetzt. Darf ich mich einmal kurz... Danke. Final. Ah, Madengeflecht. Ah, man sollte nicht zu gierig sein. Immer nur einen Schlag setzen. Und dann auch heilen ist auch keine gute Idee. Ja, auch wieder da, der doppelte Schlag war einfach komplett unnötig. Auch einfach der... Oh. Bin nur noch am Heilen jetzt. Und kriegt, ja, okay, das ist dumm. Auch dumm. Ja, okay, das war einfach komplett dumm, das ist... Das Problem an diesem Schwert ist, wenn man sich dann so sehr darauf verlässt, dass man diese Welle da macht, ich sollte einfach an ihn dranbleiben und die Angriffe wegrollen. Muss ich jetzt hier original nochmal pusten? Ich glaube, das Schwert an sich ist schon nicht so schlecht. Ich könnte natürlich auch auf Blutbild gehen, dann kriege ich ein paar mehr Hiebe. Ich habe jetzt auch nicht ultra viel Schaden gemacht mit Heilig. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das unbedingt das Beste ist. Ich glaube, ich gehe auf Blutbild einfach. Mit meinen. Oder, warte, wir können den Klassiker auch wieder nehmen. Wahrscheinlich ist es das Beste. Mein blutiger Schnitt. Ah, Gott. Jetzt ziehen. So, probieren wir mal unser Glück. Ich glaube... Das ist besser, denn muss ich gar nicht drüber diskutieren, ob ich jetzt Interesse habe, in den Nahkampf zu gehen. Ich bleibe einfach an ihm dran. Oh, meine Seelen waren zahlreich, ne? Fuck, das mag ich überhaupt nicht. Was? Okay, der dicke Bauchklatscher. Okay, jetzt haben wir ein Problem und... Ja, okay. Wie geht's, ey? Ah,
Diese seitwärts tänzelnden Finger. Diese Drrrr. Das ist ja einfach nur unangenehm. Brrr. Ah, wo liegen die Seelen diesmal? Da. So, Mietir. So, Mietir. Alter Schwede, das. Da kann man auch gar nicht so wirklich. Natürlich dreimal. Ich hasse es. Man kommt auch gar nicht weg. Oh, ich bin da richtig reingerollt. Fuck. Da kommt man gar nicht raus aus diesem. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ah, oh, dumm, McDummenstein. Was war das denn? Okay, das ist neu. Was ist das? Okay, das ist ganz neu. Ich weiß auch nicht, warum der nicht so rumschubsen kann. Aua, was ist das? Ich bin gestorben. Der ist gar nicht so ohne, wie ich dachte. Ich hätte gedacht. Das wäre eine einfachere Begegnung. Lass mich mal kurz überlegen. Er hat auf jeden Fall irgendwann Blutschaden genommen, aber das dauert eine lange Weile. Was könnte gegen den noch gut sein? Heilig war so halb gut. Blitz vielleicht. Der macht ja. Was macht der denn? Magic Damage, ne? Das ist schon Magic. Ich kann jetzt aber hier keine Asche. Habe ich einen Blitzschaden? Ja, ich habe sogar ein blitzendes. Ich könnte mal auf Blitzfeuer wäre noch eine Option. Ich habe ja auch das flammende Großkatana. Also entweder ich habe eigentlich alle Elemente da. Holy habe ich. Blitz, Blut. Alles da. Ich könnte eine Kombination machen aus Blitz und Blut. Ich könnte Feuer machen.
Tja, was machen wir denn am besten gegen die? Feuer, ist etwas, was gut brennt? Könnte man mal probieren, ne? Den Akkordbesen, was? Nee. Ja, ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so entscheidend ist. Ich darf mich einfach nicht so oft treffen lassen. Das Blutding, er nimmt ja sogar Blutschaden, auch wenn es nicht so viel ist. Ich probiere es einfach nochmal in der Konstellation. Und guck mir den nochmal an. Aber ich meine, eigentlich alles, was organisch ist, müsste ja gegen Feuer Probleme haben. Und Blitz, es ist natürlich da auch Wasser und so. Meine Seelen jetzt weg? Oh ja, die werde ich nicht mehr kriegen. Scheiße, okay, fuck. Aber das nervt mich hart mit den Seelen tatsächlich gerade. Verliere ich jetzt jedes Mal 18 Flask. Das ist das Timing. Wisst ihr, was mich an diesen Gegnern, was mich da so hart nervt, ist? Die sind genauso getimed, dass man nicht heilen kann. Das ist auf die Zehntelsekunde so. Du schmeißt eine Heilflasche rein und bevor du irgendwas machen kannst, kriegst du einen Schlag. Und das ist komplett bewusst so designt, damit man keine Ruhe hat, sondern wirklich auch mit wenig Health in die Kombos rein muss. Dass man mutig sein muss und in die Kombos rein muss und sich dann erst heilt. Das Fenster ist so gering. Und das da hinten nervt mich doch am meisten. Fuck die Seelen, ey. Komm, ich scheiß auf die Seelen. Zur Not gehe ich farmen und hol mir die zurück. Ich habe keine Lust, da jetzt hinzurennen. Das ist ja einfach anstrengend. Ich darf eigentlich gar nicht an seine Seite ran. Das ist das Ding. Ich muss einfach hinter ihn oder vor ihm bleiben. Ja, das war ein Problem. Okay, das ist ein Schädel aus Stahl. Okay, da war kein Gebiet mehr für mich frei. Das war dumm. Okay, was geschieht? Okay. What? Oh fuck. Keine Ahnung, was er jetzt vorhat. Nicht an die Seite. Am besten da, glaube ich. Vorne oder hinten. Wobei ich gar nicht weiß, ob der mehrere Vornes und hinten hat. Oh nein, er macht wieder irgendwas Astrales. Was ist das? Lass mich bitte. Was ist das? Ich habe kein Interesse an seinen magischen Künsten. Fuck. Shit. Oh, fuck. Jetzt kommt er wahrscheinlich wieder mit vollster Macht angeflötet. Nee, was machst du jetzt? Muss ich wieder weg einfach nur, oder? Mach da einfach einen Hubschrauber. Ich will an dein Gesicht ran vorne. Oh, das war's. Das ist mein unausweichlicher Tod. Doch nicht. Meine Güte. Lässt mich nicht an sich ran. Warum denn dreimal?
Ich habe keine Ahnung, was ich hier... Warum? Ich habe keine Chance. Ich muss an ihn ran. Was macht er wieder seine... Ja. Okay, Lektion. Ich muss an sein Gesicht einfach. Er will immer, dass ich an die Seite gehe. Damit er mich dann da wegfingern kann. Ich muss in sein Gesicht einfach rein. Und darf mich da nicht wegdrängeln lassen. Und wenn er da diese komischen Zaubersprüche da macht, dann muss ich einfach weg. Jetzt habe ich auch nicht mehr die Seelen, die mich jetzt hier aufhalten. Guck mal, das sieht man auch schon, wie er steht. Er steht schon. Steht schon mit der Seite zu mir. Aber auch wieder zu früh und zu hektisch. Aber das mag er nämlich gar nicht, wenn ich ihn am Dottersack hau. Nee. Mann! Das Timing! So. Also sein Gesicht ist auf jeden Fall sehr anfällig für Hiebe. Da hat er gar kein Interesse dran. Wie er immer wieder unter Beweis stellt. Ist klar. So, nee, Metier, jetzt langsam. Metier, ein anderer Wind. Könnte jetzt auch irgendwas verändern. Noch mal kurz gucken. Ja, könnte physischen Schaden. Es sind ja eigentlich vornehmlich diese... Was ist das für ein Dingsbums, wenn ich jetzt hier mein... Wo ist er denn jetzt hier? Mein Elemente-Boy, der da. Klar, er hat auch diese Bauchstampfer, das ist natürlich körperlicher Schaden. Aber er macht ja schon sehr viel... Was ist das? Magie oder Blitz? Aber es wird ja beides dadurch... Ich glaube, ich probiere den mal aus. Gucken, ob das was am Schaden ändert, den ich nehme, weil das ja schon viel das Gezaubere ist. Und diese Bauchklatscher, die kann ich besser
Wenn ich vernünftig time, kann ich die besser verhindern. Als diese Magiekacke dann. Oh Gott, auch da wieder einfach komplett falsches Timing. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay, nochmal und noch 3000 Mal und jetzt noch der. Ja, 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 klar, natürlich. Ich kann nicht so gut einschätzen, wann das. Oh Gott, jetzt kommt hier irgendwas Fieses. Ja, ich wusste, dass das passiert, weil ich da in der Tod, ist das der Tod? Eventuell, ja. Unkonzentriert. Das ist wirklich ein nerviger kleiner Frosch. Ein nerviger kleiner Frosch. Könnt ihr doch bewerfen mit Feuertöpfen. Warum eigentlich nicht? Können wir einen Feuertopf bauen? Feuertopf zum Beispiel, oder was habe ich denn noch für Töpfe? Fäulnis. Schwarmtopf. Vulkantopf. Oder Eis. Schwerer Frosttopf. Schmeiß ihn jetzt mit einem schweren Frosttopf. Er war schuld. Blut und Frost, sie werden regeln. Let's go, let's go. Ich fühle mich aber auch ein bisschen übrigens von diesem Priester verarscht, weil er hat von einem Schatz geredet und was er eigentlich gemeint hat, ist, dass er mir hier so einen Hanselmann auf die Pelle lockt. Ich bin gerade ein bisschen geierlich unterwegs gerade. Ja. Das ist er will mich immer an der Seite haben. An seiner Seite. Das wollte ich nicht. Verdabbelt. Ich wollte den Topf werfen. Okay. Ich wollte unbedingt diesen Topf werfen. Den habe ich nicht einmal aus den Händen geworfen bekommen. Also er ist im Gesicht da an diesem komischen Wurmsack da, den er an der Brust klebt. Da ist er schon verwundbar. Ich muss nur jetzt ein bisschen seriös bleiben. Ich bin in so einem... Wieso bin ich jetzt eigentlich genervt? Das ist überhaupt... ist unnötig. Das ist halt ein ernstzunehmender Boss. Man muss diese Bosse respektieren. Man kann nicht einfach erwarten, dass man sie sofort legt. Man muss... So, ich nehme den jetzt ernst. Komm her. Okay.
Nein, ich habe mich vertrunken. Es klappt nicht mit dem Topf. Ja, das ist auch sehr, sehr unangenehm jetzt hier, was auch immer jetzt wieder vorhat. Leider. Jetzt kommt die Kacke wieder. Ja. Whatever, ich bin hier mitten im Gelump. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier vor sich geht, was ich jetzt hier machen soll. Kommst du einfach irgendwann nochmal nach Hause oder bleibst du da jetzt wohnen oder was ist jetzt dein. Oh Gott, ist noch hier wieder so eine Kacke. Ah. Scheiße! Okay, ich habe jetzt langsam mal die Nase voll. Boah, ich komm gar nicht mehr in die irgendwas rein, was mir gefällt. Jetzt kommt wieder so eine Knieselkacke hier. Wow! Da gab es eine Phase, in der ich es komplett weggeworfen habe. Und dann fehlten mir die Flasks zum Ende. Ich bin ganz entspannt. Wir haben natürlich jetzt auch bei dem Versuch, ich habe original nicht einen Topf anbringen können. Man hat keine Zeit. Der Topf dauert zu lange. Das ist so schade. Einfach aus Prinzip. So einen kleinen Topf ins Gesicht. Ich auch hier so komplett zu spät bin. Yes! Ein Topf! Ich hab Nein, das war mein Ende! Nee. Nein. Oh. Aber ich hab den Topf einmal angebracht. Das war das Allerbeste. Einen Topf, der meinen Namen trägt. Kann man das Prozedere hier überspringen? Da rennen wir wieder an. Was? Der kommt der hier? Mach ich mal schnell einen Blitz aus meinem Kopf raus. Ja, na klar machst du das. Das regt mich schon wieder auf. Er hört nicht auf, ne? Er hört einfach nicht auf. Der lässt sich einfach. Das ist okay. No!
Versehen schon wieder verrollt. Ach, mit Verrollte. Warum hat er mich erwischt? Kabelhans, das ist... Okay, ich bin da komplett in der Heilfalle jetzt. Fuck you einfach. Fuck you, Knödelkopf. Echt. Ja, das ist wieder das unausreichliche Ende. So, die sind natürlich aus irgendeinem Grund immun. Mensch, immun. Ey! Ich muss wieder an den Nahkampf rein. Bringt nichts. Scheiß auf diese Eulenköpfe da. Mann, es macht mich völlig wahnsinnig. Da waren die Mini-Hände noch und am Start. Die Mini-Wände-Hände waren die Wände. Ein weiterer Schlag. Was? Warum? Warum lädt er nicht vernünftig auf? Ich werde das Kabel etwas umlegen, daran hat es gelegen. Hello, hello, hello. Kommen Sie jetzt. La, 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 la. Ach komm, hör, lass mich einfach in Ruhe. Das ist einfach dumm von mir. Wieder gibt mir einfach respektlose Schellen. Tot. Nein. Lebendig. Hilfe, Hilfe! Mama! Ah! Oh nein, jetzt kommt hier so ein Dirty Move hier. Hör auf! Nein. Pimmelschlag, ey. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin unkonzentriert. Die Unkonzentriertheit. Und vor allem habe ich auch meine Flasks. Ich habe da drei unnötige
Mana-Flasks dabei. So, jetzt. Schnell, schnell! Eieieiei, Mutter. Mutter der Finger. Tot. Nee, lebendig. Aber für wie lange? Oh Gott, ey. Warum habe ich jetzt schon wieder... hinfort, lieber Nils. Direkt unter seinem dicken Leib willst du thronen. Nein, das ist zum Mäusemelken. Das ist einfach nur schäbig. Das ist einfach nur schäbig! Ich kann nichts machen! Das ist so schäbig! Das ist... Oh Gott im Himmel! Diese Frechheit einfach! Oh Gott! In dem Moment, wo ich da liege, bin ich einfach tot. Das ist ein Instant Death. Das ist frech. Das ist einfach frech. Er wusste genau, ich habe ihn jetzt am Sack. Und dann macht er so einen Move, wo du einfach instant tot bist. Und nicht aufstehen darfst. Ich bin richtig empört. Bleib ruhig. Fuck you. Einfach. Das ist frustrierend. Einfach hoch 12. Die Frustration ist hoch. Hm.
Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, der ist gar nicht so krass. Aber er ist einfach nervig. Der nimmt ja schon gut Schaden. Es ist einfach nur... Der nervt. Los, es geht wieder los. Oh, ich könnte mal diese Flask-Verbesserung nutzen. Ah, oh, okay, alles klar. Ich gebe gleich auf. Der ist einfach so, der ist so. Ich weiß ja, was kommt, ne? Aber ich bin gerade echt. Nee, okay, pass auf. Das geht so. Ich muss ein bisschen ins. Nee. Ich nehme keine Aschen. Ich nehme keine Aschen. Nee. So, first try. Nein, meine Güte, steh auf! Oh! Ich bin da nicht original reingerannt. Wieso bin ich denn in diese Kugel reingerannt? Ich wollte an ihn ran und lauf durch die Kugel. Wieso? Komm jetzt rein in sein hässliches Gesicht. Das Leben ist ein permanenter Kampf gegen die eigene Dummheit, so ist es. So, Metier. Das war auch wieder so dumm. Ja, komm, da zwei oder drei oder gar. Das ist halt die Kacke, ne? Das ist zum Kotzen.
weg, ich komm nicht mehr weg. Das ist wieder diese Scheiße. Das mache ich jetzt nicht mehr mit, ey. Fuck you einfach hart. So. Schon wieder den Spaß verloren! Die Runde wird nix. Hau ich dann einfach nicht ab. Hau einfach ab. Nein, hör auf mit deinem Rumgefusel. Da weiß man auch nicht, darf ich schlagen oder macht er wieder seinen vierfachen Oscar dann? Lass mich einfach in Ruhe. Den vierfachen Lutz macht er auch noch. Aber das ist auch meine Schuld. Es ist auch einfach meine Schuld. So, das ist nice.
Wieso erwischt er mich? Oh Gott, das war so schlecht. Das war... Mein Leben. Jetzt geht's aber los. Ach so. Ich habe vergessen, den Gehirnschalter. Klick. Ah, oh, der war nicht auf Skill gestellt. Ah, oh, nein. Anfängerfehler. Einfach nicht auf Skill gestellt. Da kann das ja auch nichts. Ach. Hättet ihr auch mal was sagen können. Pff. Einfach nicht auf Skill gestellt. Das hab ich geändert. Piu. Wieso hast du mich erwischt? Ja, Geist gebracht. Das Heilen hat mir eher noch nichts gebracht. Tür und Tor geöffnet. Dem einfach den kompletten. Der hat mir den kompletten Lebensbalken einfach geraubt. Aber er raubt mir nicht die Kampfeslust. Mann, ey. Leck um mio, ernsthaft. Weil ich da auch wieder zu gierig war. Der ist schon nicht ohne. Weil der hat in jeder, auf alles immer eine Antwort. Man hat sehr, sehr kurze Zeitfenster, eigentlich nur einen Schlag.
Dann muss man auch gut stehen. Er hat einen Seiten-Schulterangriff, er hat einen Finger-Tänzel-Angriff, er hat einfach alles. Aber er hat nicht Leute wie Galmesh und Aganesta. Vielen Dank. So, jetzt. That's it now. Wie kann das sein, dass ich den letzten nicht... Wie kann das sein, dass ich den fünften Schlag, dass ich da zu spät rolle? Wie kann das überhaupt sein? Das ist einfach komplett selbstverschuldet. So, ich muss leider gleich los. Das ist der letzte Try. Ich bin auch wirklich wieder kurz davor, einfach ein bisschen durchzudrehen. Manchmal braucht es eine kurze Pause. Und dann läuft das auch. Der hat mich jetzt ein bisschen gekriegt, ehrlich gesagt. Weil er einfach nervig ist. So, let's go. Sein. Okay, weil der zu kurz war. Das ist jetzt wirklich der allerletzte, denn da habe ich gar keine Zeit mehr. Das ist der allerletzte. Und dann muss ich los. Allerletzte. Weil das jetzt so schnell ging, zählt das noch nicht. Und dann muss ich aber schnell davon eilen. Beziehungsweise ich habe noch was Geiles. Die 5 Minuten habe ich. Das, ne? Mal macht er nix und dann macht er wieder ganz viel und dann... Boah. Ich darf auch nicht mal schlagen. Er darf alles, ne? Er darf alles immer machen. Nein, man, es ist unmöglich. Man kommt nicht weg. Fuck you, einfach. Das ist einfach, dem ist Gerechtigkeit überhaupt gar kein Begriff. Das
System gar keinen Begriff. Das ist ihm auch völlig scheißegal. Ob irgendwas fair ist oder. Dass du mich da überhaupt treffen kannst! Fuck! Schmack! Nee, also so langsam ist die Schnauze voll. Ja, ganz ehrlich, das ist einfach albern. Jetzt habe ich noch die Finger da im Nacken. Guck mal, das ist Quatsch mit Soße! Jetzt kommt das natürlich wieder, wo ich keine Chance habe. Ich habe keine Chance, irgendwas zu machen. Es ist vorbei mit lustig. Oh, meine Güte. Boah, dieses unfassbar nervige Getier. Ich weiß auch nicht, wie ich diesen suchenden Laser-Johnnies ausweichen soll. Boah, im Himmel. Jetzt macht er gleich wieder so seinen Kreischrunden. Ach, hör auf. Okay, das... So. Leute, manchmal braucht man 5 Minuten Pause. In der nächsten Folge fliegt er, und zwar beim ersten Mal. Er wird in der nächsten... Oh, ich bin richtig sauber auf den. Ich kann nur was richtig Gutes versöhnen. Das gibt's jetzt gleich. Die Folge beende ich jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal liegt der. Das ist ja eigentlich ein Schweinehund. Bis bald. Tschüss, Leute.